Guten Morgen, meine Herrschaften. Heute werden wir uns mal mit dem Imperfekt beschäftigen. In der letzten Lektion ging es um das Perfekt und heute geht es um das Imperfekt. Und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, das Imperfekt und das Perfekt sind im Lateinischen das perfekte Team, um Handlungen auszudrücken, die in der Vergangenheit stattfanden. Das Perfekt haben wir in einem anderen Video besprochen. Das sind abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Und jetzt kommen wir zum Imperfekt. Das sind Handlungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfanden, meistens nicht abgeschlossen waren oder gewohnheitsmäßig abliefen. Und wie diese beiden zusammenspielen und in Erzähltexten verwendet werden, darum wird es heute gehen, aber natürlich vor allen inhaltlichen Dingen müssen wir uns erstmal den Formalen zuwenden. So ist das im Lateinischen. Also, wir schauen uns hier eine Tabelle an. Und später gibt es dann noch eine zweite Tabelle, die ist weiter unten. Die blende ich dann zu einem späteren Zeitpunkt auch ein. Sie wissen ja, es gibt diese Konjugationsklassen und in den unterschiedlichen Konjugationsklassen gibt es dann auch sehr ähnliche Formen der Imperfektbildung, wo die Abweichungen nur geringfügig sind. Die Ausnahmen bilden natürlich wieder esse und ihre, aber das kennen wir ja schon. Es gibt einige Verben in allen Sprachen, die haben ihr eigenes Konjugationsschema. So, für Sie als allerwichtigste Information erstmal, das Imperfekt erkennen Sie an bar oder ebar. Alle Konjugationen arbeiten mit diesem Kennzeichen, Perfektkennzeichen, bar oder ebar. Die A- und E-Konjugation mit reinem bar, da haben wir den Stammvokal vor bar. Bei I ist es ein bisschen anders. Aus aussprachetechnischen Gründen wird das bar mit einem E verbunden, sodass es etwas gefälliger klingt. Also nicht einfach nur audibar, sondern audiebar, bam hier. Und in der konsonantischen Konjugation, da brauchen wir hier auch diesen Sprechvokal E, sodass aus legbam legebam wurde, was sich einfach aussprachetechnisch besser eignete. Und dabei fällt uns auch gleich die erste Abweichung zum Präsens auf. Sie kennen als Personalendung für das Präsens ein O in der ersten Person Singular. Und jetzt stellen wir fest, hier haben wir ein M. Das bietet sich auch an, am Ende einen Konsonanten zu nehmen, weil wir ja sonst das Zusammenstoßen zweier Vokale hätten, auch noch zweier dunkler Vokale und lauda bam spricht sich auch wieder besser als lauda bau. Ansonsten bleibt in Bezug auf die Personalendungen alles so, wie Sie es aus dem Präsens bisher kennengelernt haben. Also laudabam, laudabas, laudabat, laudabamus, laudabates, laudaband, timebam, timebas, timeba, timebamus, timebates, timeband, audiebam, audiebas, audiebat, audiebamus, audiebates, audieband, legebam, legebas, legebat, legebamus, legebates, legeband. Ich denke, das
bietet jetzt erstmal keine großen Schwierigkeiten. Das muss man eben einfach mal lernen. Aber man kann es auch lernen. Übrigens, anders als das Perfekt, hat das Imperfekt keinen eigenen Infinitiv. Der Infinitiv für das Imperfekt sind diese bekannten Infinitive laudare, timere, audire, legere. Und da gibt es jetzt auch im Deutschen übrigens für das Präteritum keinen eigenen Infinitiv. Na, man sagt auch nicht zu lesen, ich las, lasen. Da gibt es keinen Infinitiv. Und so ist das im Lateinischen genauso. Okay, jetzt stelle ich einmal um und dann wenden wir uns der kurzvokalischen Konjugation zu esse und ihre. So, kurze Neueinstellung, kurzvokalische I-Konjugation, kappere. Sieht im Infinitiv aus wie eine konsonantische Konjugation. Hier sehen wir aber, dass die Folgen aussehen wie die der I-Deklination, also der langvokalischen I-Konjugation. Entschuldigung, I-Konjugation. Und dazu sei nur kurz gesagt, die kurzvokalische I-Konjugation wurde, als ich vor langer, langer Zeit selber Schüler war, wurde sie noch gemischte Konjugation genannt, weil einige Formen der gemischten Konjugation bzw. hier der kurzvokalischen I-Konjugation nach den Regeln der konsonantischen folgten und andere, wie hier das gesamte Imperfekt, den Regeln der langvokalischen I-Konjugation folgen. Also hier haben wir kappere nach dem Strickmuster der langvokalischen I-Konjugation, also capi, ebam, capi, ebas, capi, ebat, capi, ebamus, capi, ebates, capi, eband. Esse. Esse ist in allen Sprachen, zumindest in unseren europäischen Sprachen, ist das immer ein Verb, das sein eigenes Paradigma hat, also Konjugationsschema. Das ist im Englischen so, das ist im Deutschen so, das ist im Französischen so, im Italienischen. Und mit gutem Beispiel voran geht das Lateinische. Also, esse bildet seine Form mit erra. Erra ist das Kennzeichen, das Tempuskennzeichen für das Imperfekt. Und dann treten dort die bekannten Personalendungen, das M, ST, mustessend, eram, eras, erat, eramus, erates, erant dort heran. Und ihre, wo ja der Stamm ist das I und das hier, dieses R, ist die Infinitivendung. Entschuldigung, der Infinitiv verschwindet, übrig bleibt I und daran tritt jetzt das Tempuskennzeichen Ba und daran tritt die Personalendung. Also Ibam, Ibas, Ibat, Ibamus, Ibates, Iband. Fragen Sie mich jetzt nicht, wo ich ja vorhin gesagt habe, aus Aussprache schönheitlichen Gründen haben die doch nach dem I gerne mal ein E eingefügt. Warum das jetzt nicht IEBAM, sondern IBAM heißt, das weiß ich nicht. Ich bin kein Römer und außerdem lebe ich heute und nicht vor 2000 Jahren. Ich glaube, das hätte Ihnen auch kein Römer so richtig erklären können. Wir müssen einfach mal konstatieren, ist so. So, jetzt kommen wir zum Geschäftlichen.
Imperfekt und Perfekt im Wechsel. Das Perfekt ist im Lateinischen die Erzählzeit. Und ihr entspricht das deutsche Präteritum. Das kennen wir aus Märchen. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin, die küsste unter Ekelanfällen einen Frosch und plötzlich stand vor ihr ein schöner Prinz. Wie gesagt, es war einmal. Im Lateinischen ist es so, dass das Perfekt immer von einmaligen Handlungen in der Vergangenheit spricht. Das deutsche Märchen übrigens auch. Es war einmal. Das Perfekt ist also die Erzählzeit. Und wenn wir einen lateinischen Erzähltext haben und ab jetzt werden uns immer erzählende Texte im Lateinbuch begegnen, dann stehen die im Perfekt. Aber sie werden immer wieder auch das Imperfekt dort finden. Und zwar für Handlungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen waren. Oder die über eine lange Zeit oder einen gewissen Zeitraum immer wieder auftraten. Wir im Deutschen verwenden an der Stelle dann Adverbien wie oft, immer, manchmal, bisweilen, weil wir das Präteritum eben nur als Präteritum haben und keine zweite Zeit, auf die wir zurückgreifen können. Das Lateinische wechselt aber zwischen dem Perfekt und dem Imperfekt. Und dem Imperfekt sind dann solche Handlungen zugeordnet, von denen ich gerade sprach. Immer, oft, manchmal, immer wieder. Solche Handlungen werden durch das Imperfekt ausgedrückt. So, und deshalb unterscheidet man auch dieses Imperfekt in einerseits das durative Imperfekt, das ist das durare heißt dauern, das oder auch andauern, das ist dann das Imperfekt, das eine Handlung ausdrückt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war. Dann wird es verwendet, um Handlungen auszudrücken, die gewohnheitsmäßig oder immer wieder stattfanden. Das sind dann eben die, von denen ich gerade sagte, manchmal oft, immer wieder, wieder, bisweilen, solche Handlungen. Und selten bei uns im Buch, vielleicht ein, zweimal, gibt es auch die Verwendung des Imperfekts als einen Ausdruck des Versuchs. Mit dem konativen Perfekt, das den Versuch ausdrückt, werden wir uns an dieser Stelle jetzt überhaupt und gar nicht beschäftigen. Sollte Ihnen das mal im Text begegnen, dann würde ich Sie darauf aufmerksam machen. So, und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Und die heißt, das Perfekt und das Imperfekt bilden die beiden Seiten derselben Medaille. Und dieselbe Medaille heißt Vergangenheit. Darstellung der Vergangenheit in erzählenden Texten. So, das war's für den Moment.